Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Schon ewig keinen Vlog mehr gemacht und ja, ich habe gerade ein Video geschnitten. Ich nehme euch heute so ein bisschen mit über den Tag. Ich warte im Moment auf ein Paket, was DPD gestern schon verkackt hatte. Ja, ich habe jetzt ein Abstell-Okay gegeben. Ich bewache die Stops per Live-View sozusagen. Und ja, das allererste, was ich jetzt aber mache, ist Akkus laden. Weil sonst endet der Vlog kürzer und früher als erwartet. Bis gleich. So, ich habe tatsächlich hier noch einen gefunden und da jetzt einen. Und ich habe noch einen Akku gefunden, mit dem ich jetzt, ja, der jetzt in der Kamera steckt, weil sonst wäre es echt ein bisschen übel geworden. Ich gar keinen Akku mehr gehabt. Yes, was geht ab so? Ich bin jede Menge Videos am Produzieren im Moment, weil wir die Watchtime knacken müssen, Leute. Und das ist echt ein harter Struggle. Ansonsten, was gibt's Neues? Ich habe jetzt eine GoPro, ich zeig's euch mal kurz. Hier ist das gute Stück. Und zwar eine GoPro Hero 8. Ich habe ja bisher immer mit der Hero 5 von der Tuba gefilmt und das war doch schon arg verwackelt. Deswegen habe ich mich jetzt mit der Lia zusammen entschieden, so eine GoPro Hero 8 zu holen, weil ich fand, der 9er und der 8er, da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied und deswegen haben wir uns für die entschieden. Zum Glück, dank an der Tuba, brauche ich das Chesty nicht mehr holen, weil sie braucht das irgendwie gar nicht. Und hier habe ich ein so ein Ding, das wird an meinen Helm kommen. Und ja, da bin ich sehr gespannt, wie das dann das Ganze aussieht. Sonst echt nicht viel bei so einer GoPro. Aber gut, man darf auch nicht zu viel erwarten, weil das ganze Ding ist ja auch jetzt wirklich für eine Kamera nicht so ultra teuer. Jetzt haben wir endlich nur noch 7 Stops. Das bedeutet, ich halte jetzt hier Ausschau und eine gute DPD-Kollege hat jetzt keine Chance, da zu sagen, ich wäre wieder nicht zu Hause gewesen, weil ich war zu Hause. Und dann packen wir mal zusammen das Paket aus gleich. Übrigens, eine gute Taktik, wenn man auf etwas wartet, ist etwas zu tun in der Zwischenzeit. Und bei uns ist jetzt Katastrophe, Leute. Unter der Woche passiert sowas immer. Weil irgendwie keine Zeit ist, irgendwie aufzuräumen. Und jetzt warte ich nochmal kurzer Zwischencheck hier. Ich werde das auf keinen Fall wieder verpassen. Immer noch 7 Stops, das heißt kurz aufräumen und dann das Paket annehmen. Leute, ich habe so keinen Bock, immer Sachen zu falten. Ich würde so gerne einfach, aber ich habe versucht, den Kleiderschrank, nachdem ich hier eingezogen bin, richtig ordentlich zu halten. Und da versuche ich mich irgendwie dran zu halten. Was auch ziemlich crazy ist, ich habe so viele Sachen aussortiert, als ich umgezogen bin. Und dennoch habe ich irgendwie immer noch zu viel. Ich weiß nicht, wir müssen, glaube ich, mal so ein Minimalismus-Experiment nochmal machen, weil ich habe einfach zu viele Sachen. Und wenn man mal ehrlich ist, wie viele Sachen zieht man wirklich an von den Sachen, die man eigentlich hat? Und ich hatte da so eine Idee, dass ich einfach einen Monat lang jeden Tag irgendwie eine Sache wegpacke, sodass ich 30 Teile entsorgt habe nach einem Monat und packe sie in der Kiste und gucke, ob ich sie wirklich noch brauche. Und dann stelle ich sie auf den Dachboden und fertig. Und dann gucke ich nach ein paar Monaten, ob ich die Sachen wirklich gebraucht habe. Und wenn nicht, tue ich sie weg. Was haltet ihr von dem Experiment? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich hatte keinen Bock mehr auf Aufräumen. Habe aber fast alles geschafft. Also immerhin fast alles erledigt. Und jetzt warte ich immer noch auf das Paket. Komischerweise hat DPD einfach wieder dieses Ding zurückgestellt und ich weiß jetzt nicht, also irgendwie ist das wieder da, wo es den Startpunkt hatte, was gar keinen Sinn ergibt, da es eigentlich schon auf meiner Straße hier war. Okay Leute, jetzt bin ich richtig abgefuckt. DPD sagt, sie haben mich 3-mal verpasst. Ich war die ganze Zeit hier
Und das kann nicht zugestellt werden und geht zurück an den Versender. So ein Blödsinn. Ich habe sogar ein Abstell-Okay gegeben. Der hatte einfach keinen Bock, hier hinzufahren. Richtige Schieß. Unglaublich, ey. Ja, ich werde mich jetzt erstmal irgendwie beschweren und ja, mach da direkt jetzt Stress, weil das kann ja überhaupt nicht sein. Unglaublich. Ich habe mich wieder ein bisschen beruhigt. Schon mega abgefuckt wegen der DPD-Kacke. Ich habe jetzt bei Amazon und DPD mich beschwert. Aber ja, erstmal, es ist halt unnötiger Stress, den man nicht braucht, ne? Und auch scheiße, dass die halt ihren Job dann nicht anständig machen, ne? Ich meine, klar, es ist ein harter Job und so. Stressig und alles. Und ihr habt ja auf meiner Straße hier gesehen, auf der Karte, und plötzlich ist das Auto weg und sagen, kann nicht zugestellt werden. Und ich kann es dann auch nicht nochmal umleiten online oder so. Wird ja gegessen. Und dann gucken wir mal, was der Tag noch bringt. So Leute, ich habe mich aufgerafft und werde jetzt die neue GoPro testen gehen. Und dachte, komm, gehen wir die jetzt eine Runde testen. Das heißt, ich habe mir auf Komoot einen Trail rausgesucht. Ich glaube, ich kenne den sogar schon. Der ist relativ weit oben hier und ich habe halt, weil es so kalt ist, will ich auf jeden Fall nur ein, zwei Abfahrten machen und nicht so überkrass viel jetzt. Deswegen letztes Mal, ey, ich habe mir so den Arsch abgefroren. Aber ich denke mal, ein Stündchen sollte drin sein. Deswegen geht es jetzt ab auf dem Trail. Das Canyon ist ready. Immer noch dreckig vom letzten Mal, weil ich habe es nicht gewaschen, weil es so ultra kalt war und es wäre einfach nur draußen zugefroren. Yes, ich nehme euch jetzt mit auf die GoPro und wir sehen uns gleich auf dem Trail. Übrigens, kleiner Tipp noch, was ich immer mache. Schick meiner Freundin immer einen Live-Standort oder irgendwem einen Live-Standort, wo ich dann jetzt gleich im Wald bin, falls ich mich irgendwie verletze oder irgendwas passiert. Auf Holz klopfen. Dass halt jemand irgendwo weiß, wo ich bin. Und ja, man ist halt schon nicht damit zu spaßen. Ne? Also man muss halt schon ein bisschen vorsichtig sein und einfach auf sich aufpassen und ja, deswegen immer einen Live-Standort schicken, falls was passiert oder ich verschollen gehe, dass jemand mich irgendwie verfolgen kann. Man kann ja bei WhatsApp über 8 Stunden lang Live-Standort schicken und das ist auf jeden Fall eine super Sache, das als kleinen Tipp.
Jetzt die Frage. Rechts oder links? Mein Zeigefinger ist tot einfach. Oh shit. Oh. Jo Leute, was geht ab? Kurze Abmoderation. Abmoderationsvlog auf der GoPro gerade. Ja, ich bin jetzt durch im wahrsten Sinne des Wortes und ich sage euch eine Sache. Ich glaube, das war mein letztes Mal, dass ich in der Kälte gefahren bin. So langsam mein Finger, meine Füße, alles abgestorben. Das war heute irgendwie noch schlimmer als bei minus 4 Grad mit dem Steve. Also ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, der kurze Einblick in meinen Tag im Moment hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video auf jeden Fall. Lasst ein Abo da. Ich wollte euch heute einfach mal mitnehmen. Ne? Lockdown-Tag. Ne? Macht's gut, Leute. Abonnieren nicht vergessen. Ich gehe mich jetzt aufwärmen. Macht's gut. Bleibt zu Hause, solange diese Minustemperaturen sind. Ciao.